Zwischen Udine und San Daniele, dem berühmten Prosciutto-Ort, liegen der Golfclub Udine und das Hotelresort Villa Verde. Wir haben ja schon im Jahr 2016 über Hotel und Golfplatz berichtet und haben jetzt sozusagen Nachschau gehalten, was sich mittlerweile getan hat. Und es hat sich einiges getan. So sind Hotel und Club mittlerweile zur European Tour Destination avanciert, was allein schon ein gewisses Qualitätsmerkmal darstellt. Neu und obligatorisch sind die Sicherheitstracker, die im Sekretariat ausgegeben werden und die auch jeder Greenfish-Spieler mit sich führen muss. Ein GPS-Signal sendet den aktuellen Standort jedes Spielers und bietet Sicherheit für Spieler und Club. Zur noch besseren Orientierung wurden an T1, 9 und 18 überdimensional große Ziffern angebracht und an jedem Grün befindet sich ein roter Wegweiser. Mühsames Suchen nach dem nächsten Tee ist also hier Vergangenheit. Ein Highlight architektonischer Art sind die vier goldenen Lodges, die ein wenig utopisch anmuten und in Kürze zufriedene Gäste beherbergen werden. Ja, und was im Golfclub Udine erfreulicherweise gleich geblieben ist, ist der sehr gepflegte Zustand der Anlage, die zugleich auch geozertifiziert ist. Das bedeutet, dass sie umweltfreundlich und nachhaltig betrieben wird. Auch die Grüns sind trotz des relativ langen Winters bereits in Top-Zustand. Und egal ob vor oder nach dem Spiel, das Clubrestaurant hat nicht nur Wohlfühlambiente, sondern bietet nun schon seit der Übernahme der Anlage durch die Familie Lualdi im Jahr 2013 exquisite Küche zu moderaten Preisen. Und wer weiß, vielleicht sporen sie ja einen Aufenthalt im Golfclub Udine und der Villa Verde zu ungeahnten Leistungen an. Danke fürs Zusehen und Arrivederci!